Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich möchte Sie heute ganz recht herzlich zu einem Film begrüßen, der von einem Land handelt, von dem wir viel hören, aber wenig wissen. Die Rede ist von China, das im Laufe der letzten Jahrzehnte vom Entwicklungsland zur Weltmacht aufgestiegen ist. Monika Kovacic und Stefan Ahrens zeigen Ihnen, welche Rolle die Religion in diesem Land spielt. Als der Film vor fast 10 Jahren das erste Mal in der ARD gezeigt wurde, kam es am Sendetag zu einer spontanen Entscheidung, die Ausstrahlung weit in die Nacht zu verschieben. Die Botschaft des Films fand deshalb kaum Beachtung. Wenig später haben die Autoren einen Vortragsfilm produziert, der an Universitäten, Instituten und Fachkreisen gezeigt und viel diskutiert wurde. Viele Experten betonen die Einzigartigkeit dieses Films. Er ist ein Dokument der geistig-moralischen Verfassung der chinesischen Bevölkerung. In einer neuerlichen Besprechung wurde klar, dass dieser Film im Laufe der Jahre kaum an Aktualität eingebüßt hat. Er zeigt, wie die Chinesen fühlen und denken und soll zum Dialog mit dem Reich der Mitte motivieren. Alle Kaiser in China suchten die Verbindung zur göttlichen Macht. Tian Di, der Begriff Tian bedeutet Himmel und das ist Gott. Tian Di ist ein Begriff, der für die Chinesen sehr viele Bedeutungen hat. Es gibt aber eine grundsätzliche Bedeutung für Tian Di und die lautet Gott. Das ist in uralten Schriftzeichen festgelegt und im ältesten Buch Chinas dokumentiert. Himmel bedeutet Gott. Der gelbe Fluss, eine Naturgewalt. Er bringt fruchtbaren Lössboden und verheerende Überschwemmungen. Ständig verändert er seinen Lauf. Dieser Fluss machte den Chinesen vor vielen tausend Jahren klar, dass die Natur die Regeln vorgibt. Der Kunstprofessor Zheng Jigang lehrt Landschaftsmalerei, eine Jahrtausende alte chinesische Kunst. In den Bildern dominiert eine alles überragende Natur. Der einzelne Mensch ist nur ein kleiner Teil davon. In China gibt es keine Vorstellung eines Schöpfergottes, der alles erschaffen hat. Die Natur reguliert sich durch sich selbst. Der Mensch gehört einfach zur großen Natur. Um die große Natur zu zeigen, muss das Verhältnis auch stimmen. Deshalb malt man die Menschen sehr klein. Wenn die Menschen klein gemalt sind, dann sieht man erst richtig, wie groß die Natur ist. Im Westen ist der Mensch ein Abbild Gottes, aber in China ist er nur ein kleiner Teil der Natur. Auch die Bilder von Zheng Jigang spiegeln diese Weltsicht. Diese Weltsicht hat der große Philosoph Lao Tzu festgehalten. An diesem Ort soll man ihn zum letzten Mal gesehen haben, bevor er sich für immer in die Einsamkeit der Berge zurückzog. Heute pflegt ein daoistischer Mönch sein Erbe am Dalingberg. Meister Zheng hütet den Berg wie ein Vermächtnis des großen Philosophen. Er hat sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, um ganz nach den Regeln des Daoismus, des Nichthandelns, zu leben.
Manchmal finden Pilger und Anhänger des Daoismus hierher oder Bewohner aus den umliegenden Dörfern, die Meister Zheng um Rat bitten. Mit seinem Einsiedlerleben kann er das vereinbaren, solange die Besucher seine innere Ruhe nicht stören. Es gibt zwischen gut und schlecht keine Tür, durch die man schreiten kann. Es gibt keine Tür, durch die man gehen kann und die dann zum Guten oder zum Schlechten führt. Man muss den Weg selbst erkennen und selbst finden. Es gibt keine Regeln. Es liegt in der eigenen Hand. Wenn es beim Menschen keine Religion gibt, was für eine Bedeutung kann er dann für die Gesellschaft haben? Wenn er keine Gläubigkeit kennt, wie kann er sich und andere Menschen achten? Menschen, die heute nur Geld verdienen im Kopf haben, für die ist es schwer, einen Rat zu geben. Sie sollen ihre Sachen machen, die sie wollen. Aber nach der Lehre des Daoismus sollten sie nichts tun, nichts verändern, nicht in feste Abläufe eingreifen. Dann können sie alles erreichen. Nichts tun ist das Höchste. So lautet die Lehre von Lao Tse. Die Heimat von Lao Tse und Meister Zheng liegt weit ab von Unruhe und Hektik. Das Wasser besiegt durch Nachgeben. Es handelt aus dem Nichthandeln und erobert so die Welt. Vielleicht hat Lao Tse seine Erkenntnisse hier am Fuße dieses Gebirges gewonnen, dass das weiche Wasser in Bewegung mit der Zeit den harten Stein besiegt und das Harte unterliegt. Der gelbe Fluss bot alle Voraussetzungen für Wohlstand und Zivilisation. Hier formierten sich die Kaiserreiche. Schließlich entstand das Reich der Mitte und damit die sinozentrische Weltordnung. Dieses Weltbild bestimmt das Leben der Chinesen bis heute. China hat sich über Jahrtausende als die nicht nur die höchste, sondern die einzige Zivilisation der Welt gefühlt. Alles Übrige waren Barbaren. Der Kaiser war ja der Himmelssohn, der die Vermittlung zwischen allen Menschen, nicht nur den Chinesen und dem Himmel, in der Hand hatte. Und die Länder ringsum, China, Vietnam und Korea und so weiter, auch bis nach Malaysia runter, zum Teil bis nach Ostafrika rüber, die waren also vom Kaiser die Herrscher eingesetzt. Der Kaiser war ihr Oberherr, nicht? Und die anderen ganz weit weg waren im Grunde auch Untertanen des Kaisers. Als die Engländer 1793 mit ihrer Delegation kamen, da dachte der Kaiser, dass hier der englische König hier nun ihn als Oberherrn anerkennt. Also die Chinesen hatten gar kein Gefühl, dass andere gleichberechtigt sind, andere Völker. Das ist die alte chinesische Kultur. Der Geschäftsmann Han Pingzhe lässt die Terrakotta-Krieger des ersten Kaisers originalgetreu nachbauen. Seine Figuren verkauft er in China und in die ganze Welt. Auf die Zivilisation und Kultur seines Landes ist er natürlich stolz. Und er ist glücklich, dass er mit seinem Geschäft ein Stück chinesischer Kultur verbreiten kann. Damals war der Kaiser in den normalen Menschenherzen wie ein Gott. Die einfachen Menschen verehrten den Kaiser sehr. Denn für sie war der Kaiser der Stellvertreter des Himmels. Diese Wege waren nur für den Kaiser bestimmt. Hier bat er um die göttliche Macht des Himmels.
Für einfache Bürger waren solche Orte verboten. Dieser Bauer hat sein Leben mit Feldarbeit verbracht. Nun haben seine Söhne Geld geschickt für die Reise in die Kaiserstadt. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er Zugang zur einst göttlichen Macht. Hatte sein Vater ihm nicht erzählt, dass hier die Entscheidung für eine gute Ernte fällt? Die Felder ernähren die Familien. Gleichzeitig sind sie der Ort der Verstorbenen und der Ahnen. Ein Kaiser und dessen Verbindung zum Himmel waren für die Leute auf dem Land immer weit entfernt. Es ist 6 Uhr morgens. Der Bauer Li Jijing ist schon seit einer Stunde unterwegs. Auf seinen Feldern baut er hauptsächlich Gerste an. Doch der Getreideanbau allein reicht für ihn und seine Familie nicht aus. Jede Woche fährt er auf Verkaufstour zu den umliegenden Dörfern. Die frischen Sojasprossen züchtet er selbst. Seine Tochter studiert in der Stadt. Seine beiden Söhne arbeiten als Wanderarbeiter und schicken jeden Monat umgerechnet 200 Euro nach Hause. Mit dem Verkauf verdient er zusätzlich ca. 1000 Euro im Jahr. Früher waren die Behausungen ärmlicher. In den letzten Jahren konnte er mit vereinten Kräften der Nachbarn und Verwandten ein neues Haus bauen. Einer Religion gehört er nicht an, aber er und seine Frau Ma Lanzhen verehren die Vorfahren. Vor 2 Wochen ist die Schwiegermutter gestorben. Im Sterbezimmer ist in einem Trauerkalender festgeschrieben, wann man der Mutter Gaben opfert. Ihre Seele wohnt jetzt noch in der Ahnentafel auf dem Altar vor dem Papierhaus. Das wird später verbrannt und so der Verstorbenen ins Jenseits mitgegeben. Ich pflege ihre Seele, sie schützt uns und sie bringt uns Segen. Wir verbrennen auch Papiergeld, um ihre und unsere Seele zu beruhigen. Der Ahnenkult ist die chinesische Religiosität, nach meiner Auffassung, die durchgehend seit urältesten Zeiten bis heute überdauert hat. Und heute wird es natürlich vor allem an dem Qingmingjie, also an dem Fest der Säuberung der Gräber, ganz deutlich sichtbar, wie stark die Chinesen mit ihren Familien zu diesem Kult stehen. Trotz aller Veränderungen in der Gesellschaft, trotz aller politischen auch Unterdrückung einer solchen Religiosität, die zeitweise als Aberglaube galt. Dieser Ahnenkult ist so stark, dass jede fremde Religion, die nach China kam, sich mit ihm in irgendeiner Weise auseinandersetzen musste.
Heute ist das ganze Dorf auf den Beinen. Die Verstorbene wird in die Ahnentafel der Sippe Li aufgenommen. Während der Kulturrevolution wurde diese Ahnentafel zerstört und der Ahnentempel zum Getreidelager umfunktioniert. Aber Mao Zedong konnte diese Tradition nicht unterdrücken. Die Älteren kennen die Rituale aus der Zeit von früher. Sie haben den Ahnentempel neu geschmückt und den Stammbaum mit 16 Generationen rekonstruiert. Die Familie ist eben die Grundeinheit in der chinesischen Gesellschaft und im Bereich der chinesischen Religiosität. Deshalb ist es auch wichtig, zum Beispiel in China, dass man einen Sohn hat, ja, denn nur der Sohn garantiert die Fortdauer, nicht nur der Familie, sondern vor allem die Fortdauer des Ahnenkultes. Seit dem Tod der Mutter sind 3 Wochen vergangen. Li und Ma fahren in weißer Trauerkleidung hinaus aufs Feld. Dort ist die Mutter begraben. Weit ab vom Dorf ruht der düstere Teil ihrer Seele. Li und Ma sind überzeugt, dass die Mutter jetzt in einer anderen, besseren Welt ist. Nun ist es wichtig, was mit ihrer Seele geschieht. Mit Gaben und Räucherstäbchen besänftigen sie die Geister, damit ihre Seele nicht zurückkommt und als unruhiger Geist umherirrt. Deshalb praktizieren sie diese Rituale nach den Vorschriften des Trauerkalenders, der auf jahrtausendealten Regeln aus dem Buch der Riten basiert. Ahnenverehrung am Platz des himmlischen Friedens. Sie kommen aus ganz China in die Kaiserstadt. Den Kaiser gibt es längst nicht mehr. Der Himmelsgedanke und das Göttliche, das mit dem Kaiser zusammenhängt, gehören der Geschichte an. Die Warteschlange vor dem Mausoleum, wo Mao Zedongs Leichnam aufgebahrt ist, nimmt kein Ende. Hat nun Mao den Platz des Kaisers eingenommen? Die Bewunderung für das große Vorbild ist jedenfalls bis heute geblieben. Das ist chinesische Tradition, dass ein großer Held, ein großer General zum Beispiel, nachher zum Gott wird. Mao wurde sicherlich in seiner Zeit von den meisten Chinesen als Kaiser betrachtet, aber er hat sich auch selber als Kaiser betrachtet. Nicht, was er gelesen hat abends, wenn er zu Bett ging, das waren die alten Kaisergeschichten. Mao ist ein großartiger Mann. Seine Leistung kann man nicht vergessen. Er ist der Gründer der Volksrepublik China und wird von allen geliebt. Für die chinesische Bevölkerung war und ist er ein großartiger Führer und ein weltberühmter Mann. Mao bedeutet für mich Fortschritt. Ich war bei der Armee. Dort und auch später bei der Arbeit hatte er große Bedeutung für mich.
Ich verehre ihn sehr. Seit ich klein war, verehre ich ihn. Er war immer ein großes Vorbild für mich. Er ist ein großartiger Mann. Tja, also, was soll ich dazu sagen? Ich glaube schon, er war ein großartiger Mann. Der Kaiser ist nicht mehr da. Mao ist nicht mehr da. Soziologen sagen, die Gesellschaft befindet sich in einer Identitätskrise. Suchen die Menschen eine Anpassung an die westliche Welt? Also was jetzt in China die Leute treibt, ist Geld verdienen. Alles dreht sich ums Geld. Und der lange, jahrzehntelange Idealismus der Mao-Zeit wurde eben so schlimm enttäuscht und so schlimm auch verraten, dass ein moralisches Vakuum übrig blieb und nur mehr das Geld verdienen. Ich denke, hat er gesagt, reich sein ist glorreich. Und jetzt ist die Regierung besorgt über dieses Vakuum und versucht das mit Konfuzianismus aufzufüllen. Aber der Konfuzianismus ist eine soziale Werte- und Verhaltenslehre. Und er ist gedacht für eine Gemeinschaft, nicht für eine Gesellschaft. Das heißt, China waren 100.000 Dörfer, jeder kannte jeden. Das war eine Gemeinschaft, da war der Einzelne aufgehoben. Und da gab ihm der Konfuzianismus die Regeln. Du musst den Vater ehren und gehorchen. Und der Vater, du musst für deinen Sohn Fürsorge haben. Und wenn er das tat, dann hat er also sein, wusste er, ich lebe richtig. Jetzt ist er vereinzelt in der Stadt, Konkurrenzdruck, alles um ihn herum, versucht den eigensüchtigen Vorteil zu mehren. Und da braucht er noch was. Und da braucht er im Grunde eine Religion mit einem Heilsversprechen. Einen Gott, an den er sich in seiner Not wenden kann. Ein rasantes Wirtschaftswachstum hat China in kürzester Zeit an die Weltspitze gebracht. Aber gerade jungen Menschen ist Erfolg und Wohlstand nicht genug. Sie suchen nach einem neuen Sinn. Das könnten die alten Werte sein, meint Professor Qian Xun. Er sieht eine Renaissance des Konfuzianismus. Schon früher hieß es, man fühlt sich so arm, weil einem nur das Geld geblieben ist. Früher die Leute am Konfuzius-Tempel vorbeiritten, durften sie nicht durch die Tore reiten. Sie mussten vom Pferd absteigen. Daran kann man sehen, was für einen hohen Stellenwert Konfuzius in China hat. Seine Ideologie, seine Gedanken sind für die Chinesen zur Grundlage ihres Lebens geworden. Qian Xun ist überzeugt, dass die alten Werte des Konfuzianismus heute wieder Halt und Orientierung geben können. Die Philosophie des Konfuzius lautet so: Er hat eine Lebensphilosophie vorgeführt, die sich auf zwei Punkte bringen lässt. Das Geistige sollte an erster Stelle stehen.
Zweitens sollte man auch an andere Menschen denken, nicht nur an sich selbst. Diese beiden Grundhaltungen könnten die Probleme in der heutigen Zeit erheblich reduzieren. Ein Konfuzius-Internat vor den Toren Pekings. Einst war der Konfuzianismus eine Religion der Elite unter Literaten. Derzeit gibt es eine Debatte, ob Konfuzianismus wieder den Status einer Religion einnehmen soll. Auch die Partei will die philosophischen und religiösen Elemente des Konfuzianismus beleben. Der Nutzen dieser konfuzianischen Tradition für die Gegenwart ist allerdings schwer zu beurteilen. Konfuzianismus wird fast ausschließlich, könnte man sagen, eben vom Staat, von der Partei gefördert. Es gibt keine Bewegung, nicht unter jüngeren Menschen, den Konfuzianismus als eigene Lebensphilosophie zu entdecken. Nicht, weil er eben auf die existenziellen Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach dem Bösen, das ja existiert, obwohl der Konfuzianismus eben sagt, der Mensch ist von Natur aus gut. Ja. Also diese Tendenz gibt es nicht unter den jungen Menschen. Die wenden sich eher eben an Philosophien oder Religiositäten, die mehr Existenzielles bieten. Überall in den Parks pflegen die Chinesen ihre alte Kultur. Tsai Wenjing lernt Fotografie. Seit ihrem 12. Lebensjahr ist sie vom Christentum fasziniert. Damals gab es viel Streit in der Familie, sie fühlte sich unverstanden. Gegen den Willen ihrer Mutter ließ sie sich taufen. Jeden Tag liest sie in der Bibel, sonntags besucht sie den Gottesdienst. Mutter und Bruder akzeptieren inzwischen ihre neue, westliche Religion. An ihrem Arbeitsplatz ist sie die einzige Christin, aber sie kennt viele junge Leute, die sich für das Christentum interessieren. Den Versen des Kalligraphen und den Szenen der Peking-Oper kann sie nichts abgewinnen. Die Lebensbedingungen werden immer besser. Deswegen sucht man immer mehr nach etwas Geistigem. Deswegen glaube ich, dass der katholische Glaube bei immer mehr jungen Leuten gut ankommt. Deutschunterricht an einer Erwachsenenschule. Die jungen Menschen bereiten sich neben ihrem Studium an der Hochschule auf ihre beruflichen Ziele im Ausland vor. So wie Zhang Zi, der über seine Mutter zur protestantischen Kirche gekommen ist. Bald wird er sein Ingenieursstudium in Österreich fortsetzen. Ich habe Kopfschmerzen. Na und? Dann nimm doch eine Tablette. Du weißt doch, ich mag keine Tabletten. Ach was. Hier hast du ein Aspirin. Trink ein Glas Wasser und in 10 Minuten hast du keine Kopfschmerzen mehr. In China gibt es sehr viele Menschen. Deswegen ist der Konkurrenzdruck so groß. Man braucht irgendetwas, um diesen Druck loszuwerden, damit man sich besser in der Gesellschaft zurechtfindet und besser in der Gesellschaft leben kann. Im gewissen Sinne braucht man was für die geistige Ebene. Deswegen gehen so viele junge Menschen in die Kirche. Man spricht auch von einem Religionsfieber. Besonders attraktiv ist dabei das Christentum. Die Chongwenmen-Kirche in Peking erlebt einen Zulauf wie nie zuvor. Sie gehört zur offiziellen, vom Staat anerkannten protestantischen Kirche. Für neu Hinzukommende wird es immer schwieriger, die Qualifikation für die Taufe zu erhalten. Die Kurse sind länger geworden und die Prüfungen schwerer. Sun Rongxiao, Gao Zhanlin, Zhou Jing,
Die neuen Christen sollen künftig über bessere Kenntnisse der christlichen Lehre verfügen, lautet die Begründung der Pastorinnen. Heute wird schon der zweite Taufgottesdienst gefeiert. Es sind Lehrerinnen, Architekten, Psychologinnen, Grafiker und Ingenieursstudenten. Die Wiederbelebung der Religiosität, die Sie beobachten, zum Beispiel in der Ahnenverehrung, in dem Fest der Säuberung der Gräber oder an Weihnachten bei der Christmesse oder an Ostern bei unzähligen Taufen, sowohl in der protestantischen wie auch in der katholischen Kirche, das ist nur ein Aspekt. Das ist das, was ich eine kirchliche Religiosität nenne. Und die ist, glaube ich, gesellschaftlich natürlich sichtbar, aber nicht entscheidend. Im Moment ist mein tiefstes Gefühl die Dankbarkeit, weil vor Ostern die Leidenswoche von Jesus ist. Während dieser Zeit habe ich immer daran gedacht, dass Jesus in Jerusalem für uns so viel getan hat, bis zu seinem Tod. Hier ist meine Geliebte, meine Freundin. Sie ist auch dieser Ansicht. Auch sie denkt über die Leidenswoche sehr viel nach. Seit 3 Jahren sind wir von Gott auserwählt. Bis heute hat es gedauert, bis ich endlich getauft wurde. Das ist einfach so viel. Jetzt bist du dran. Ab heute bin ich ein neuer Mensch. Es ist, als ob ich ein neues Ich bekommen hätte. Endlich kann ich allen Leuten offen sagen, dass ich eine echte Christin geworden bin. Dafür danke ich dem Herrn. Ich danke Jesus, dass er mich ausgewählt hat. Seit meiner Kindheit hat mich meine Mutter mit christlichen Gedanken erzogen. Ich bin dankbar, dass Jesus mich nun ausgewählt hat und ich getauft bin. Ab heute ist das alte Ich verstorben. Seit heute lebe ich als neuer Mensch in Jesus Christus. Entscheidend ist meines Erachtens diese nicht-kirchliche, jetzt könnte man nicht sagen Zulauf, aber das nicht-kirchliche Interesse an religiösen Werten. Und dieses nicht-kirchliche, das heißt mit einer Kirche nicht verbundene Interesse, ist meines Erachtens gesellschaftlich viel relevanter. Weil wer interessiert sich für das Christentum in dieser nicht-kirchlichen Form? Das sind eben junge Intellektuelle. Junge Menschen. In einer Einkaufspassage arbeitet ein junger Friseur. Er will nicht erkannt werden, weil er seinen Glauben nicht in einer offiziellen Kirche ausübt. Durch seinen Beruf hat er kaum Zeit für Vorbereitungen, wie sie die offiziellen Kirchen fordern. Jeden Sonntag fährt er raus aus der Stadt. Er trifft sich mit anderen Protestanten an einem nicht registrierten Gebetsort. In diesem schwer erreichbaren Viertel leben vorwiegend Wanderarbeiter aus anderen Provinzen. Viele werden hier zum ersten Mal mit dem Christentum konfrontiert. Wenn sich die Christen zum Gottesdienst versammeln, wird das Viertel von der Polizei beobachtet, erzählen die Anwohner. Jeden Sonntag kommt ein Pastor und hält hier Gottesdienst. In der sogenannten Hauskirche beten ab und zu auch die Polizeibeamten mit. Hier holt sich der gläubige Friseur Kraft und Halt für seinen Alltag. Bis vor kurzem war es noch sehr schwierig, in die Kirche zu gehen und getauft zu werden. Als ein Bruder gesagt hat, da kommt ein Pastor in die Hauskirche, da kann ich getauft werden, bin ich hingegangen. Bei der offiziellen Kirche muss man immer so lange warten. Die haben auch eine andere Bibelauslegung. Es gibt sehr viele Hauskirchen in Peking, aber die sind nicht gerne gesehen. Deshalb will ich nicht offen vor der Kamera sprechen, weil ich Angst vor Schwierigkeiten habe.
Ich selbst hatte bislang keine, aber als Kind wurde meine Mutter in einer Hauskirche festgenommen. Damals gab es viele Festnahmen, das ist jetzt 10 Jahre her. Damals wurde noch strenger kontrolliert. Meine Mutter wurde schnell wieder freigelassen, aber bis heute bin ich der Auffassung, dass Religion ein sensibles Thema ist. Tibetische Mönche sind in Peking unterwegs. Es sind sogenannte lebende Buddhas. Im ganzen Land nimmt das Interesse am tibetischen Buddhismus zu. Hier treffen sie ihre Glaubensbrüder und junge interessierte Menschen, gegen Bezahlung. Eine von ihnen ist Su Hui. In Peking ist der tibetische Buddhismus weit verbreitet, weil die Stadt sehr verkehrsgünstig liegt und bequem anzureisen ist. Deshalb kommen viele Lama-Lehrer und lebende Buddhas nach Peking, so wie meine buddhistischen Brüder. Das sind allein ein paar Dutzend Leute, das ist weit verbreitet, so wie andere Religionen eben auch. Su Hui ist Redakteurin bei einer Umweltzeitschrift und wohnt in einer der vielen neuen Trabantenstädte. Als vor einigen Jahren ihre Mutter starb, begann sie in den tibetischen Schriften zu lesen. Auch ihr Mann war lange auf der Suche nach einer passenden Religion. Sie beschäftigten sich mit chinesischen und westlichen Philosophien. Dann trafen sie auf einer Konferenz einen lebenden Buddha und erkannten, dass der tibetische Buddhismus ihre Probleme am besten lösen kann. Seit einigen Jahren bestimmen die religiösen Regeln ihren Tagesablauf. Wer interessiert sich für Buddhismus? In Peking zum Beispiel. Das sind junge Leute, Akademiker, aber auch nicht nur Akademiker. Wer interessiert sich auch für Islam oder für den Daoismus? Und zwar, wie gesagt, nicht in einer Form, die diese Menschen an eine religiöse Gruppe, institutionelle Gruppe bindet, sondern eben als Ausdruck der Suche nach einer Weltanschauung, Ausdruck der Suche nach tragfähigen Grundlagen für die chinesische Gesellschaft in der Zukunft. Denn alles andere scheint verloren gegangen zu sein. Su Hui und Zhao Shuguang halten engen Kontakt zu ihren Lehrern. Die lebenden Buddhas kommen gegen Bezahlung regelmäßig zu Besuch, wohnen dann bei ihnen, geben Anleitung zur Meditation und Gebet, aber auch zu Ernährung und Lebensweise. Dieser persönliche Kontakt ist bezeichnend für den tibetischen Buddhismus. In ihrer Wohnung haben sie ein Zimmer als Tempel eingerichtet. Das Ziel des tibetischen Buddhismus ist, dass man sich befreit und Leid und Bitterkeit überwindet. Zu dieser tibetischen Lehre gehört, dass der Lehrer mich immer führt, um den richtigen Weg zu gehen. Er hat eine sehr wichtige Funktion für mich. Ich bin auch abhängig von ihm, abhängig davon, dass er mich immer führt, um dieses Ziel zu erreichen. Auch für ihren Mann Zhao Shuguang, den Unternehmensberater, ist der tibetische Buddhismus die Religion, die am besten zum heutigen Leben passt. Regelmäßig telefoniert er mit seinem persönlichen Lama-Lehrer, der in einem Kloster im tibetischen Hochland lebt. Mindestens einmal die Woche fragt er um Rat und bespricht mit ihm seine Probleme. Ich glaube, der Mensch, und das ist auch sehr oft beschrieben worden, ist im bestimmten Sinne desillusioniert. Denn jeder Mensch muss sich fragen, wozu führt eine Entwicklung in China? Wem dient eine Entwicklung in China? Ja. Beziehungsweise jeder Mensch, nicht aus verschiedensten Gründen, fragt sich einmal, wozu lebe ich? Nicht? Was für einen Sinn hat mein Leben? Die Suche nach Transzendenz, ein chinesischer Dichter hat es
sehr treffend meines Erachtens charakterisiert. Er sagte, in einem Land, wo es keine Transzendenz gibt, kann es auch keine Freiheit geben. In einem Land, wo es keine Transzendenz gibt, kann es auch keine Demokratie geben. Die Chinesische Akademie der Sozialwissenschaften in Peking. Ein Staatsinstrument, ein Gremium, das die Regierung berät. Im Auftrag des Staates wird hier Religion erforscht. Macht Glauben kritisch? Erzeugt es Vorstellungen, die nicht mit der Partei übereinstimmen? Schadet es der Herrschaft der Partei oder kann Glauben vielleicht nützen beim Aufbau einer harmonischen Gesellschaft? Der Religionswissenschaftler Joachim Ping leitet innerhalb dieser Akademie das Institut zur Erforschung der Weltreligionen. Er hat in München Religionswissenschaften studiert und ist auf das Christentum spezialisiert. Das ist unser Institut. Institut für Weltreligionen in der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften. Wir haben 8 Abteilungen für verschiedene Religionen. Wir haben für Soziologie der Religion, Psychologie der Religion, Philosophie der Religion in dieser Abteilung. Ja. Diese Abteilung ist für Islam. Diese Abteilung für christliche Forschung. Und ich bin zuständig für diese Abteilung. Und wir machen Forschung über die Geschichte des Christentums in China besonders. Ja. Das ist eine Abteilung für buddhistische Forschung. Ja. So, das ist eine Abteilung für Konfuzianismus. Diese ist eine Abteilung für Taoismus und Volksreligionen in China. So, dies ist unser Sitzungsraum. Wir haben verschiedene Vorträge in diesem Sitzungsraum, sehr viele Besucher aus der ganzen Welt. So, über nächste Woche wird ein italienischer Professor wird hier einen Vortrag über Geschichte von Vatikan machen. Wir haben zum Beispiel Besuche von Europa, von Nordamerika, nicht nur Religionswissenschaftler, sondern auch Politiker für die Religionsangelegenheiten. So, das ist Platz für Austausch und Dialog. Sehr wichtig. So, Sie wissen, nach der Kulturrevolution, die Chinesen hatten eine sogenannte Identitätskrise, weil wir haben durch diese politische Bewegung unsere Tradition zerstört. Und nach Wiederöffnung Chinas zum Außenwelt, die Chinesen müssen diese neue Identität suchen und finden. Und bei dieser Wiedersuchen, viele Chinesen hat eine Verbindung mit Religion gemacht. Natürlich, China hat eine sehr lange Zeit Geschichte von verschiedenen Religionen, deswegen suchen einige Chinesen zum Buddhismus oder zum Taoismus, weil diese beiden Religionen sind ein wichtiger Teil von der chinesischen Tradition und der Kultur. Auch andere Chinesen suchen nach Christentum, besonders einige Intellektuelle, zum Beispiel Professoren und Studenten in den Universitäten, haben großes Interesse über Christentum. Christentum hat eine natürlich lange Geschichte in China, aber Christentum hat bis jetzt bestimmte Schwierigkeiten mit der chinesischen Gesellschaft und der chinesischen Kultur. Wir wissen, in der Geschichte es gab 4 Mal für christliche Mission in China. Der erste 3 Mal der christliche Mission war gescheitert. Nur beim 4. Mal war Christentum gelungen, in China zu entwickeln. Aber bei dieser Zeit, es gab eine Verbindung zwischen Christenmission und Opiumkrieg. Dann, man hatte Schwierigkeiten, Christentum
als eine richtige Identität akzeptieren, weil wegen dieser sogenannten Verbindungen mit imperialistischen Aggression gegen China, besonders in Politik und Kultur, einigen Chinesen harten, skeptischen Stellungnahmen zum Christentum. Aber jetzt, die ganze Situation in der chinesischen Gesellschaft ist geändert. Nach Wiederöffnung Chinas, wir haben enge Verbindungen mit Leuten aus christlichen Ländern, politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und so weiter. Durch diese Austausche und Verbindungen, wir haben einen sehr guten Dialog. Durch diese Dialog, man hat bemerkt, das Christentum hat eine wichtige Rolle in die Entwicklung der westlichen Länder gespielt. So ein paar Chinesen machen Gedanken, kann Christentum in China solche Rolle spielen? Viele haben sehr positiv zugesagt. Dann, wir haben über die Rolle des Christentums in der gegenwärtigen China gesprochen. Es gibt Meinungsunterschied, aber im Großen und Ganzen, wir haben eine große Hoffnung für diesen harmonischen Wiederaufbau der chinesischen Kultur, auch der chinesischen Identität. Vielleicht kann Christentum eine Rolle in diesem positiven Aufbau spielen. Natürlich hat Christentum gewisse Schwierigkeiten in diesem Kontext. Ich habe über die Rolle von Buddhismus und Taoismus gesprochen. Ursprünglich war Buddhismus auch eine indische Religion, das heißt eine ausländische Religion. Aber durch Inkulturation in der Geschichte ist Buddhismus als ein wichtiger Teil der chinesischen Kultur akzeptiert. Aber jetzt hat leider Christentum noch nicht diese Stellung bekommen. Wir haben über Christentum in China und das chinesische Christentum gesprochen. Das heißt, zurzeit ist Christentum in der Prozess von Christentum in China zu chinesischem Christentum. Das heißt, durch die Inkulturation des Christentums in China kann chinesische Kultur neue Elemente vom Christentum bekommen. Das ist auch sehr wichtig für eine harmonische Koexistenz von verschiedenen Bevölkerungen, von verschiedenen Kulturen. Weil Kultur ist ein offenes System. Wir sagen am Anfang schon, dass es gibt keine verschlossene Kultur. Jede Kultur sollte andere Elemente akzeptieren, um diese Kultur immer aktiv bleiben. So chinesische Kultur hat auch eine Tradition für Öffnung und Akzeptierung der anderen wichtigen Elemente. So in diesem Sinn, Christentum kann eine sehr positive Rolle in der Wiederaufbau der chinesischen Gesellschaft und der Harmonie der chinesischen Existenzen von verschiedenen Bevölkerungen und Traditionen beitragen. So in diesem Sinn, ich hoffe, dass Christentum, besonders die christlichen Freunde, so für diese Zwecke weiter fleißig arbeiten, um eine bessere Zukunft für Christentum in China, auch eine bessere Zukunft für die ganze chinesische Gesellschaft beizutragen. Die Kathedrale als Fotokulisse. Heiraten in Weiß gehört in China zum Trend, auch wenn man nicht der Kirche angehört. Mitten in Shanghai zwischen Hochhäusern und U-Bahn-Stationen liegt der Bischofssitz mit einem Kleinod, das den Vernichtungswahn der Kulturrevolution überstanden hat. Die Jesuitenbibliothek. Einst wurde sie von Missionaren erbaut. Jetzt gehört sie dem Staat. Hier stehen Bücher von unschätzbarem Wert.
Manche sind fast 500 Jahre alt. Philosophische Abhandlungen, die Geschichte der Päpste, Religionsgeschichte. Bücher in Latein, Spanisch, Englisch, Deutsch. Schätze, die die Öffentlichkeit nur selten zu sehen bekommt. Das christlich-abendländische Kulturgut ist unter staatlichem Verschluss. Die Beschlagnahmung von 1957 hat sich später als Glück herausgestellt. Während der Kulturrevolution griffen bewaffnete Rotgardisten an, um die Bibliothek niederzubrennen. Die Bibliothekare wehrten sich unter Einsatz ihres Lebens und retteten die Bibliothek. Heute kümmern sich vom Staat angestellte Spezialisten um jedes einzelne Exemplar. Sie restaurieren uralte Fragmente und bewahren die Bücher vor dem Verfall. Die Kirche hätte gar nicht die Kraft, die Bibliothek zu erhalten. Der Staat kann das viel besser, meint Bischof Aloysius Jin Lushien. Seit 3000 Jahren der Kaiser und China immer der Bus für alle. Vergessen Sie nicht, ich bin schon 92 Jahre alt. Als sich Bischof Aloysius Jin Lushien als junger Mann für das Christentum entschied, war die Kathedrale von Shanghai gerade erst entstanden. Heute kämpft er für eine Annäherung zwischen dem Papst und dem Staat in China. Als Mitglied der offiziellen Kirche erlaubt es ihm der Staat jedoch nicht, nach Rom zu reisen. Weil der Vatikan, die römisch-katholische Kirche, Taiwan anerkennt, aber nicht die Regierung in Peking. Deswegen kann ich nicht nach Rom zum Vatikan reisen, weil es sich dabei um eine politische und nicht um eine religiöse Frage handelt. Dieses Reiseverbot empfindet er als Einschränkung. Natürlich habe ich als Bischof den Wunsch, nach Rom zum Papst zu fahren. Aber wegen dieser politischen Hindernisse kann ich das nicht. Das tut mir sehr leid. Ich bedauere es sehr. Die Katholikin Woye, eine gute Bekannte des Bischofs, hat andere Erfahrungen gemacht. Sie ist Künstlerin und von der Kirche beauftragt, die Kathedrale von Shanghai mit neuen Fenstern auszustatten. Ich war 4 Jahre in Italien und 2 Jahre in den USA. Während der 4 Jahre in Italien habe ich studiert. Ich habe religiöse Malerei und religiöse Kunst studiert. Da habe ich sehr viele Kirchen besucht. Damals war die Kirche in China noch nicht so offen wie heute. Bischof Jin hat mich damals aus dem Kirchenkreis Shanghai ins Ausland geschickt, um religiöse Kunst zu studieren. Dabei haben wir vereinbart, dass ich nach meinem Studium zurückkehre und der chinesischen Kirche dienen soll. Das ist der Grund, warum ich nach China zurückgekommen bin. Meine Eltern sind Mitglied der Kommunistischen Partei. Sie glauben nur an den Kommunismus. Ich bin die Einzige in meiner Familie, die Katholikin ist. Aber zuerst muss ich sagen, dass ich Chinesin bin. Und dann bin ich auch noch Katholikin. Woye erfährt ein Land, das sich immer mehr öffnet. Sie genießt Freiheiten, die noch vor 10 Jahren unvorstellbar waren. Mit ihren Motiven bleibt sie stark mit China verwurzelt. Auch in der Kathedrale von Shanghai. Durch ihre Fenster soll die Kirche wie ein Bambus- und Blumenparadies erscheinen.
ein Ort voller Leichtigkeit entsteht, der die Besucher in eine andere Welt versetzt. Sie interpretiert ihren Glauben auf chinesische Weise. Öffnung bedeutet für Woye, dass sie auf dem richtigen Weg ist und das Verhandeln Spaß macht. In der Verbindung von Christentum und Modernisierung liegt die Hoffnung, dass die rasante wirtschaftliche Entwicklung von neuen ethischen Werten begleitet wird. Dasselbe erhofft sich auch der Staat. Doch der nimmt andere Wege. Vor den Metropolen errichten Partei- und staatstreue Investoren Monumentalbauten, die an die chinesische Geschichte erinnern sollen. Geeignet für ein Millionenpublikum. Aus dem ganzen Land und aus der ganzen Welt kommen Chinesen, um sich vor dem Grab des Gelben Kaisers zu verneigen. Solche Zeremonien gehören für Unternehmen und Manager zum guten Ton, ja zum Pflichtprogramm. Diese Belegschaft einer Militäreinrichtung ist mehr als 1000 Kilometer aus Peking angereist, um dem legendären Kaiser zu huldigen, der am Anfang der chinesischen Kultur stand. Es geht um die Rückbesinnung auf die gemeinsame Herkunft. Eine Übung zur Identitätsfindung. Auch wenn man sich nicht so genau erinnert, was es mit diesem teils historisch belegten, teils legendären Gelben Kaiser auf sich hat. Der Zeremonienmeister führt um den Grabhügel. Der Gelbe Kaiser wird heute als gemeinsamer Vorfahre aller Chinesen verehrt. Mein Leben wird sehr von unserer traditionellen Kultur beeinflusst. Aber unser Land wird von der Kommunistischen Partei regiert. Deswegen glaube ich an die Kommunistische Partei. Das ist unser Kaiser. Unsere 5000-jährige Kultur geht auf ihn zurück. Das gibt uns Chinesen das Gefühl der Einheit. Wir sind ein Herz und solidarisch. Wir sind Nachfahren vom Gelben Kaiser. Der hat die gesamte chinesische Kultur geschaffen. Wir hoffen, dass unsere Nation immer zusammenhält und sich immer weiterentwickelt. Gerne investiert der Staat in solche Einrichtungen. Die Partei hat das Vakuum in der Gesellschaft erkannt und weiß, dass sie dem Volk etwas bieten muss. Nun ist dieser Kult des Gelben Kaisers ja auch keine Religion, sondern es ist ein Nationalkult, ein Kult der Größe Chinas. Und die Partei will also kein Religionsersatz sein, so im Gegenteil, das hat Hu Jintao selbst gesagt, wir Kommunisten sind Atheisten, für uns gibt es keine Religion. Immerhin erkennt die Partei 5 Religionen an, darunter den Daoismus. Im Kloster Loguantai bereiten sich daoistische Mönche auf eine Feier vor. Nur qualifizierte Schüler und Meister dürfen teilnehmen. Mond und Sterne bestimmen die Zeiten ihres Gebets. In der 3. und 27. Nacht nach Neumond beten die Meister zu den 7 Sternen, die das Schicksal der Menschheit bestimmen. Die Gebetstexte stammen aus verschiedenen Zeiten und wurden von Meister zu Meister überliefert. Nichtstun, Wu Wei, ist das höchste Handlungsprinzip und bedeutet, die Regeln der Natur nicht zu brechen, sondern nach den Naturgesetzen leben. Die ganze Nacht erflehen sie die Harmonie von Himmel und Erde. Es geht darum, das Schlechte abzuwenden, Katastrophen und Unglück fernzuhalten und die Balance herbeizuführen. Sie singen bis zum frühen Morgen.
Das Kloster Logwantai gehört zum Staat. Die Mönche werden vom Staat bezahlt. Nach der nächtlichen Feier bereiten sie sich auf die Touristen vor. Das Kloster wurde in kürzester Zeit zum Ausflugsziel ausgebaut. Mit Geldern vom Staat und von Firmen aus Hongkong und Taiwan ist eine Mischung aus spirituellem Ort und Freizeitpark entstanden. Dass Staat und Religion getrennt sind, kann sich Li Dou, der Leiter des Klosters, schwer vorstellen. Die Trennung von Staat und Religion, das ist eine schwierige Frage. Die Entwicklung von Staat und Religion muss koordiniert werden. Die Entwicklung der Religion hilft dem Staat und unterstützt ihn. Durch die Religion werden sich die Menschen mehr um die Gesellschaft kümmern. Und sie haben auch mehr Kenntnisse über die Gesellschaft. Dadurch entwickeln sich auch Nächstenliebe und Rücksicht unter den Menschen. Die öffentliche Ordnung eines Staates wird dadurch besser. Und zwischenmenschliche Konflikte lösen sich langsam. Die ganze Gesellschaft wird zu einem Zustand des Nichtstuns kommen. Dann kann man wirklich das Dao, das Nichtstun, erreichen. So soll die Koordination zwischen Religion und Staat laufen. Das Ringen der Partei um eine harmonische Gesellschaft hat in dieser Region eine lange Geschichte. In der Provinz Shanxi leben viele Christen, die nicht der offiziellen chinesischen Kirche angehören. Sogar ein Kloster- und Priesterseminare gibt es hier. Ein Bischofshaus liegt versteckt zwischen den Häusern von Fengxian. Überall stehen alte und neue Kirchen, auch mit finanzieller Hilfe aus Deutschland gebaut. In diesem Franziskanerkloster werden heute Priester ausgebildet. Das ist dem Superior Zhao Dunyan zu verdanken. Als er nach der Mao-Zeit aus dem Gefängnis entlassen wurde, hat er das zerfallene Kloster wieder aufgebaut. Für die Partei gehört das Kloster zur Untergrundkirche. Der Superior sieht das anders. Wir sind doch nicht unter der Erde. Wir machen alles ganz offiziell, betont er. 1982 habe ich das Ordensleben aktiviert und Studenten aufgenommen. Die Situation war schwierig, denn die Regierung wollte den Klosteraufbau verhindern. Aber immer wenn die Beamten weg waren, haben wir weitergebaut. Dann haben die Beamten die Studenten ausgewiesen. Aber die sind immer wieder zurückgekommen. Regelmäßig tauchen Beamte vom Religionsbüro auf und kontrollieren die Geistlichen. In langen Gesprächen einigt man sich stets. Der Superior hat den Vorteil, dass er aus dem Dorf stammt und viele Leute kennt. Der Parteisekretär hat ihn sogar als herausragende Persönlichkeit ausgezeichnet. Schließlich ist man übereingekommen, dass die Ordensleute mit einem vorbildlichen Gemeinschaftsleben ihren Beitrag zur harmonischen Gesellschaft leisten sollen. Zum Bistum Fengxian gehören über 30.000 Gläubige. Offiziell dürfen Angehörige einer Religion sich nur an registrierten Orten versammeln, um dort ihre religiösen Aktivitäten auszuüben. Für die Einhaltung der Gesetze ist das Religionsbüro und die Kommission für Disziplinkontrolle zuständig. Das Kirchengebäude in Fengxian liegt zentral und ist dennoch schwer zu finden. Hinter den Fassaden arbeitet ein Bischof, der fast 30 Jahre seines Lebens im Gefängnis saß. Immer wieder wollte die Regierung den Bischof von Fengxian zwingen, in die Patriotische Vereinigung einzutreten. Das ist die offizielle Vertretung der katholischen Kirche Chinas. Aber diese Kirche lehnt der heute 87-jährige Bischof Lucas Li grundsätzlich ab. Zuletzt wurde er deswegen im Jahr 2001 für mehrere Wochen verschleppt. Nicht ins Gefängnis. Aber wohin genau, weiß er nicht. Ich bin
Die haben mich als Freund behandelt und jeden Tag mit mir ein Gespräch versucht. Sie wollten mich überzeugen, dass ich in die patriotische Vereinigung eintreten soll. Es gab immer gutes Essen und die Unterkunft war sehr gut. Man hat mir nichts angetan, außer Gespräche zu führen. Ich konnte praktisch alles machen, nur nicht ausgehen. Meine Freiheit war mir genommen. Dann rückte Weihnachten näher und die Gläubigen haben die Regierung, vor allem das Büro für Religionsangelegenheiten, aufgefordert, mich freizulassen. Sie sollten mich wieder ins Bischofshaus bringen. Die Gläubigen gingen mehrmals zum Religionsbüro der Provinz. 5-mal, 6-mal. Viele Leute waren da. Und schließlich haben die Beamten mich entlassen und haben mir gesagt, dass ich versprechen soll, dass ich nach Weihnachten wieder zurückkehre und weitere Zwangsschulungen belege. Aber nach Weihnachten haben sie mich nicht mehr aufgefordert und dann bin ich auch nicht mehr zurückgegangen. Ich habe immer genau beobachtet und gemerkt, dass diese Kommunisten, diese Beamten, auch auf die Gegenmeinung hören. Das ist sehr wichtig. Der kommunistische Staat hat Angst vor dem Einfluss des Westens. Besonders die Wende in Osteuropa hat dazu beigetragen, dass der Staat Angst davor hat, dass sich dieser Einfluss aus dem Westen in China einschleicht. Meines Erachtens gibt es noch einen Grund. China wird von der Kommunistischen Partei regiert. Und die Kommunistische Partei möchte alles im Griff haben, auch das religiöse Leben. Was du glaubst, ist deine Sache. Aber die Aktivitäten der Kirche müssen unter der Kontrolle der Partei stehen. Alles dreht sich um die Stabilität des Staates. Der Dialog mit den Behörden ist zu seinem Lebenswerk geworden. Seinen Glauben hat er nie geleugnet und dem Staat hat er nie geschadet. Bischof Lukas Lee ist heute der einzige vom Staat anerkannte Bischof, der nicht der offiziellen Kirche angehört. Er wird zwar ständig kontrolliert, doch die Sicherheitskräfte hören ihm auch gerne zu. Für die Priester in seinem Bistum ist er ein großes Vorbild. Sie beerdigen einen Christen im Dorf Dofuzun. Die letzte Ruhestätte des Verstorbenen liegt außerhalb der kirchlichen Mauern. Priester gehen nicht vorne weg, sondern mischen sich unter die Trauergemeinde. Laute Musik und Wehklagen soll böse Geister vertreiben. Was mit der Seele des Verstorbenen geschieht, liegt ganz in der Hand der Hinterbliebenen. Wenn sie dem Toten keine Ehrfurcht erweisen, wird er als ruheloser Geist unter den Lebenden umherirren, auch wenn der Verstorbene Christ war. Mit den jahrtausendealten Traditionen des Ahnenkultes mussten sich die Missionare schon immer auseinandersetzen. Nun haben sich weißer Trauerflor und christliches Kreuz vermischt. Ja.
Die Priester wissen, dass sie gegen das Gesetz handeln. Umzüge und Versammlungen außerhalb der Kirchenmauern sind ihnen verboten. Und die Teilnahme an der traditionellen Trauerfeier verbietet die eigene Kirche. Sie ziehen sich zurück. Die Verehrung der Ahnen ist nicht nur die Voraussetzung für den Zusammenhalt der Familie, sondern für die ganze Dorfgemeinschaft. Die Hälfte der Gräber sind Christen. Man erkennt sie am Kreuz auf den Grabsteinen. Den Priestern der Region gelingt die Verzahnung von Ahnenkult und Christentum. Aber durch die ständige Kontrolle und Überwachung fühlt sich der Seelsorger Paul Joe oft missverstanden. Im Franziskanerkloster hat er seine Ausbildung zum Priester gemacht und vom Bischof lernte er unbeirrbar seinen Weg zu gehen. Ihm ist klar, dass er von den harten Kämpfen seiner Vorgänger profitiert und dass weitere Freiheiten nur mit vielen Gesprächen zu erreichen sind. Mit meinem Glauben habe ich keine Probleme. Aber von außen gibt es Schwierigkeiten. Wenn zum Beispiel in einem anderen Ort oder in einer anderen Provinz eine Konferenz abgehalten wird, dann kann ich da nicht hinfahren. Die Regierung macht da Beschränkungen. Wann ist Religionsfreiheit gegeben? Sie ist dann gegeben, wenn ich als gläubiger Mensch meinen Glauben so artikulieren kann und öffentlich artikulieren kann, wie es mein Glaube, wenn man so sagen darf, vorschreibt. Wenn ich mich nach den Regeln meiner Religion nicht auch verhalten kann. Oder wenn ich bestimmte Prozeduren nach der Regel meiner Religion nicht durchführen kann. Über viele Jahre Gespräche führen musste auch ein Angestellter dieser Firma. Wegen der Verbreitung des christlichen Glaubens verbrachte er mehrere Jahre in Arbeitslagern. Als schlimm hatte er es nicht empfunden. Die Zeit in Unfreiheit hat der Strenggläubige genutzt und in unermüdlichen Diskussionen die Beamten und Mitgefangenen missioniert. Dann wurde er in diese Firma eingestellt, damit er der Belegschaft das Evangelium und die Bibel näher bringt. Hohe Gewinne machen die Firmenchefs nicht glücklich. Profit und persönliche Bereicherung sind wichtig, stehen hier aber nicht an erster Stelle. In der firmeneigenen Kirche hält Anthony Bibelseminare. In und um Shanghai gibt es viele Firmen, die diese Bibelkreise durchführen. In einem Punkt bin ich mir sicher. Ich bin ein Mitglied der christlichen Gemeinde. Ich habe die frohe Botschaft von Jesus verbreitet. Das ist die Aufgabe jedes Christen. Was ich sonst noch machen soll, wird Gott für mich bestimmen. Gott wird von vielen Unternehmern als Chief Executive Officer betrachtet. Das heißt Chef. Gott ist mein Chef. Es wird natürlich instrumentalisiert in chinesischer Art und Weise. Ja? Aber Gott ist mein Chef, nicht die Partei, nicht irgendjemand. Ich habe eigenes Unternehmen, ich bin zwar der Chef, aber ich habe noch einen Chef. Ja? Chief Executive Officer, das ist ein Begriff, nicht unter den Unternehmen. Und daraus ist ein sogenanntes Boss-Christentum entstanden in China. Der Firmenchef ist erst glücklich, wenn auch die Mitarbeiter zufriedene Menschen sind. Jeden Sonntag fährt er mit seiner Familie und den Christen seiner Belegschaft zum Shishan, um gemeinsam zu beten.
wenn man so arm ist, dass man nur Geld hat. So weit will es der Firmenchef in seinem Betrieb nicht kommen lassen. Christliche Werte und das Wohl aller Mitarbeiter sind ebenso wichtig wie Profit und Gewinn. Mit den Bibelseminaren und Gottesdiensten von Anthony sind die Mitarbeiter leistungsfähiger und zufriedener geworden. Der Marienwallfahrtsort Schöschern ist ein touristisches Ausflugsziel. Nur die Westseite des Berges ist für gläubige und religiöse Aktivitäten reserviert. Von der Partei wird alles, wird nicht nur das, sondern alles, was ihr nicht schadet, akzeptiert. Wenn das der Ordnung nicht schadet, wenn das der Stabilität nicht schadet und noch mehr, wenn es Geld bringt, wird es natürlich akzeptiert. Der Verkauf der Bibel in China ist stark reglementiert. Dennoch werden in keinem anderen Land der Welt mehr Bibeln gedruckt als in der Volksrepublik. Nur ein kleiner Teil ist für den eigenen Bedarf. Bibeldrucken ist ein willkommenes Geschäft. In vielen Sprachen wird sie hier gedruckt und millionenfach in der ganzen Welt verkauft. Und das ist erst der Anfang. Eine noch größere Bibeldruckerei mit modernster Technik und neuen Druckmaschinen entsteht mitten in einem Industriegebiet, das auch in den Zeiten der Finanzkrise expandiert. Also die Finanzkrise, muss man ganz klar sehen, bedeutet das Ende der westlichen wirtschaftlichen Vorherrschaft und den Beginn der chinesischen wirtschaftlichen Vorherrschaft. Hier haben sie einen 2 Billionen Dollar Fonds in China. Sie kaufen, wir sprachen von Erdöl, versiegende Erdölquellen. Sie kaufen diese versiegenden Erdölquellen einfach auf. In dem buddhistischen Tempel Dajue vor den Toren in Peking leben schon lange keine Mönche mehr. Der spirituelle Ort ist heute ein Tagungszentrum. Statt Meditation und Gebet gibt es Diskussionen und Gedankenaustausch. Der Philosoph und Religionswissenschaftler He Guanghu ist international bekannt. Während eines Aufenthaltes in den USA hat er sich taufen lassen. Er ist Christ, aber einer Kirche zugehörig fühlt er sich nicht. Viele seiner Veröffentlichungen wurden in China für den Druck nicht freigegeben. Aber heute sind seine Überlegungen mehr gefragt denn je. Auf der Tagung zum Thema Wirtschaft und Religion steht er im Mittelpunkt. Mit dem rasanten wirtschaftlichen Aufstieg im Land haben auch Probleme, Skandale und Korruption zugenommen. Schon lange ist klar, dass Werte und Regeln in der Wirtschaft fehlen. Es geht um Ethik und Moral. Man musste feststellen, dass die Regeln des Kapitalismus auch große Ungerechtigkeiten mit sich bringen. Regierungsberater und Ökonomen informieren sich, wie Probleme zu lösen sind und welche Rolle die Religion dabei spielen kann. He Guanghu ist ein Kulturchrist, von denen es in China unter den Intellektuellen immer mehr gibt. Im Moment befassen sich viele Leute nur mit dem Materiellen. Es fehlt an Kultur und Religion. Wirtschaftliches Kalkulieren geht aber weit über Vernunft und Regierung hinaus. Deswegen brauchen wir Religion, sozusagen Software, die uns in der Wirtschaft weiterhilft. Was China jetzt fehlt, ist die Ethik. Das führt dazu, dass sich der chinesische Markt nicht gesund entwickeln kann. Es kommt zu unfairer Konkurrenz, Unehrlichkeit, ja Korruption. Alle einfachen Menschen haben das Gefühl, dass die Wirtschaft ohne Ethik operiert. Weil es an Religion fehlt, ist meiner Meinung nach die gesunde Entwicklung der Marktwirtschaft gefährdet.
Die Menschen spüren, dass moralische und ethische Aspekte in der Wirtschaft fehlen. Mit dieser Situation ist man sehr unzufrieden. Deswegen ist die Zusammenarbeit von Ökonomen und Religionswissenschaftlern so wichtig. Wenn man so arm ist, dass man nur Geld hat, ist ein ausgezeichneter Satz. Ich habe auch Angst davor, dass die Chinesen vom Geld gefressen werden. Wenn man nur für das Geld lebt und das Geld die Menschen völlig schluckt, bringt das Geld zwar Vorteile für die Menschen, aber die Nation wird auch vom Geld gefressen. Das ist eine furchtbare Sache. Man hat ein gewisses geistiges Bedürfnis. Das gilt auch für die Chinesen. Obwohl einige Chinesen scheinbar vom Geld geblendet sind, existiert trotzdem das geistige Verlangen. Der Inhalt des katholischen und evangelischen Glaubens könnte diesem Bedürfnis auf tieferen Ebenen entsprechen. Die Kirche steht dafür, dass die Menschen Nächstenliebe haben sollen und Begriffe für die Ewigkeit erkennen und dass man auch für diese Welt etwas Gutes tun soll. Das berührt die Herzen der Chinesen. Die Chinesen hatten früher sehr gute Werte, zum Beispiel die Moral des Konfuzianismus, den Weg des Himmels und die Moral im Daoismus. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts werden diese Gedanken kritisiert. Und Mitte des 20. Jahrhunderts hat China mit Verwaltungsmethoden und Propaganda diese Werte attackiert. Bis zur Kulturrevolution waren die Werte in der chinesischen Gesellschaft dann verschwunden. So sind die Werte verloren gegangen. Ich glaube, China soll wieder zu den alten, ewigen Werten, Gedanken und Traditionen zurückfinden. Philosophy of arts, philosophy of law, philosophy of language, philosophy of social sciences, philosophy of morality, moral philosophy, moral philosophy. Im chinesischen Gesetz wird die Freiheit der Religionen grundsätzlich sehr betont. Aber die Verbreitung und Durchführung der Religion und das Ausleben religiöser Aktivitäten sollte noch zusätzlich dazukommen. Vor allem soll die Gleichberechtigung aller Religionen eingeführt werden, auch in der Praxis. Ich denke, dass in dieser Hinsicht noch viel getan und verbessert werden muss. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass die chinesische Partei weiter an der Macht bleiben wird. Es ist ein erzchinesisches System, die Elite herrscht, die Mandarinen, jetzt sind es also die Absolventen der Elitehochschulen, und das Volk gehorcht und solange die Elite so herrscht, dass dem Volk gut geht. Wenn die Partei also einigermaßen die Probleme unter Kontrolle halten kann, das sind riesige Probleme natürlich, wird sie weiter an der Macht bleiben, sich verändern, auch innerhalb der Partei demokratisieren, die ganze Gesellschaft wird auch
demokratischer werden, aber grundsätzlich wird dieses erzchinesische Herrschaftssystem, die Elite regiert, die anderen folgen, wahrscheinlich bleiben. Seit der Film zum ersten Mal gezeigt wurde, hat sich in China natürlich vieles weiterentwickelt. Aber der Kontext ist aktuell geblieben, nämlich die Spiritualität. Das spirituelle Leben der Chinesen ist unverändert. Die Autoren beobachteten, dass China zentralistisch regiert wird. Es geht nicht darum, Mauern zu bauen, sondern Mauern einzureißen. Ein Boykott wirtschaftlich oder moralischer Art kann nicht die Lösung sein. Es geht darum, mit China zu verhandeln. Und das geht nur über Dialog. Die künftigen Probleme der Menschheit können nicht in einem Land gelöst werden. Deshalb sprechen die Autoren für einen offenen Dialog mit China in allen Bereichen, mit allen Themen. In China gibt es in Zukunft mit Sicherheit sehr viel zu verbessern. Aber das Gleiche gilt auch für westliche Länder.